So, liebe Freunde, jetzt müssen wir kurz hinkaufen. Gehen jetzt kaufen wir einen guten Beistuhl wieder mal. Teddy's Don Roadenhouse Guest for Gunnison Guest. So, liebe Freunde, jetzt sind wir offiziell in Österreich, sind wir gerade auf der Grenze, haben sie uns kontrolliert. Das ist wieder mal so eine richtig gute Experience gemacht mit österreichischen Polizisten. Er hat so Test und schaut, okay, chillig, bevor wir hin, okay, passt. Voll nett, noch nie so nette Polizisten gehabt. Ja, kannst du auch schon dann beruhigen. Ich muss mich gerade zusammenreißen. Ja, Alter, Samstag! Jakob, sagst du dazu, Jakob, dass du die Kappe aufsetzt? Ja, gerade richtig an durchgesprüft. Nein, wir haben leider vorher geredet. Scheiße, wenn das jetzt falsch im Vlog hinkommt. Egal, wir haben leider vorher geredet, dass ich so als typischer Studenten, in der typischen Studentenstereotyp bin, von Wien wohlgemerkt, nicht von Innsbruck. Oh Freunde, haben wir jetzt V3 Supercharger. Freunde, da ist wirklich der V3, what the fuck? Freunde, wir haben da was ganz Besonderes, Exotisches gefunden. Die öffentliche Kokosnuss. Okay. Man kennt sie. Es geht ab. Freunde, da kriegst du ein fertiges Jause-Set direkt mit der Cola drin und dem Brot. Jause-Sacker. Hey, liebe Freunde, ich hab den Kopf, was da geht. Ein Prinz vor Gericht, what the fuck? Mal sehen, wenn es interessiert. Ostern steht vor der Tür. Eine Fahrradstange verkauft er. So, Freunde, dann gehen wir uns den nächsten Tramezzini. Das ist mal in Österreich, nicht in Deutschland. Nicht? Service macht den Unterschied. Da war ein Jakob in der Hut. Sind wir da jetzt? Sind wir da so eine komische Hütte mit so Leit oben drauf? Also, wir fahren, was tun wir eigentlich? Das ist da auf die Hütte von Jakob. Und das ist eine alte Hütte und jetzt gehen wir in die neue Hütte, weil der Jakob hat so viele Immobilien, da kannst du so viel leisten. Deswegen gehen wir jetzt da das Zeug holen oder so und dann gehen wir zusammen, danach fahren wir in die neue Hütte. Ich weiß aber nicht mehr wo, genau. Jakob weiß nicht mehr, wo er seine eigene Hütte leiten soll. Oh, so viele Hütten hat er. Das ganze Haus hat keinen Balkon und irgendwo hat sich oben gedenkt, jemand baut da so einen fetten modernen Balkon hin. Meine Freunde, der Lupsor Schmiede verkauft hat das neueste Bargeld. So, Freunde, jetzt ist das Auto mittlerweile aufgeladen. Müsste schon passen so. Oh, die Firma hat sich schon expanded, Freunde, da ist wieder Lube. Als Dank für die Reise daher kriegst du ein Kunstwerk von mir. Ja, das ist ein echter Lager. Das hänge ich auf. Das ist ein echter Lager, der Wert steigert sich ständig. Das ist, meine, das ist die beste Aktie, was du investieren kannst. Das verkaufe ich in 10 Jahren, bin ich reich. Ja. Oh, Freunde, jetzt haben wir nicht einmal da eine halbe Stunde in der Wohnung von Jack. Instant schon ins Bett geratscht. Ich weiß, das sieht man auf dem Video jetzt nicht, aber da ist halt hoch. Das hast du deine Verteidigung zu sagen, Jakob. Es tut mir leid. Da gibt es sogar mehr Pesto wie bei uns. Schau mal. Vegan. Da gibt es sogar so. Was ist denn sogar das? Die vegane Version. Das ist sogar die Bio. Was, voll geil. Nun folgt eine Impressionswohnungstour. Gecheckt. Da, alles Münzen, aber da ist ein Loch, aber das Loch nicht mit der Münze angedeckt.